COD, CW. So kann man es auch nennen. Abschuss bestätigt. Genau, und noch einen Newton ballern. Die Missionszeit läuft. Aber es macht schon einen Unterschied, ne? Call of Duty, Black Ops, Cold War. COD, CW? Ist so ein Unterschied. So quasi, ne? Wo ist er denn hin? Da ist er hin. Hat sich da einfach in den Schatten gestellt, ist ja wie ein Horrorfilm. Sie nicht gesehen, ne? Ich hab sie jetzt tatsächlich nicht gesehen. Wir sind zurückgefallen. Was geht denn hier schon wieder ab? Die ersten Lobbys so am Tag sind doch immer die krassesten, oder? Dabei denkt man ja eigentlich immer so, die ersten Lobbys sollten ja so ein bisschen entspannt sein, dass du so ein bisschen Spiellaune entwickelst. Der Tote anscheinend. Das Spiel sagt sich hier so, Alter, entweder bist du gut oder du bist eben nicht gut. Und ich bin halt eher nicht gut. Ja, schön. Das ist wie aufzuwachen und gleich ein Brett vom Kopf zu bekommen. Gleich bist du auch erstmal gestunt. Da kommt auch gute Laune bei rum, ne? Hier, also diese blöden Rauchgranaten, die könnt ihr aber auch mal irgendwie woanders hinschmeißen. Hier drüben, da. Das sieht gut aus. Da kannst du so viel hinschmeißen, wie du willst, Digga. Komm, wir wollen jetzt mal schnell die Marke. Hui. Slide to win. Ist auf jeden Fall noch so ein. Ich noch. Hallo! Der war da ein bisschen zu stark. Machen wir hier sowas machen? Regenerierungsmine aus. Genau. Soll sich auch vermehren. Kommt nichts. Ja, dann laufen wir weiter. Wie das? Hier, nochmal von links. Kommen noch die Freunde der Menschen an ihr Rand. Sind das wieder eher nicht befreundete Menschen? Uiuiui, ne, der war nicht befreundet mit mir. Ne, definitiv nicht. Guter Treffer. Sonst? Oh, gut. Aber wenn der das schon sagt, oder? Der wird das schon wissen. Ey, wir müssen hier wieder eben mal umdrehen. Na, wie hat ihr gesagt, bitte wenden. Oha. Yay, yay. Das ging aber schnell, ne? So, sind jetzt hier noch eigentlich so eine. Ne, okay. Feindliche Spionageflugzeug über euch in Position. Ja! Also weg. Okay. Umsonst gebrüllt. Vielleicht hat er aber einfach nur Angst gehabt. Mann, ey. Greife Spionageflugzeug an. Das Spionageflugzeug ist hin. Nicht gut, nicht gut. Feindliches Spionageflugzeug lokalisiert. So was? Oh. Was? Das hört sich nie gut an und nie gesund vor allem, ne? Oh, ist weg, okay. Oh. Die Minikarte abwarten. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Hey, ah, da.
Nee. Ach, da. Na weg. Nochmal? Na gut, dann können wir ja so langsam vorlaufen. Und sterben. Hat ja super funktioniert, das Vorlaufen, oder? Hat doch super funktioniert. Ich würde mal wissen, wo der Spawn schon wieder hin ist. Was? Ich hab mich gerade Idiot genannt? Oh, der war schön. So, lass uns mal hier kurz hinlegen und nachladen. Alle Zeit der Welt. So, scheinen sie da zu spawnen. Mann, lass doch mal die Rückgranaten sein. Oh, hallo! Aha! Spionageabwehrflugzeug ist in der Luft. Und so. Kommt der da jetzt eigentlich nochmal? Oh? Ja. Mehrere feindliche Spionageflugzeuge entdeckt. Oh, hallo. Ja, nicht geklappt. Hallo. Und wir versuchen es etwa mal. Wir müssen ja jetzt hier so ein paar Flieger runterholen. Der schreckt mich hier die ganze Zeit an. Mal so ein bisschen was machen hier. Zack. Jojoj. Ja. Darf ich jetzt weiterlaufen wieder, ja? Okay. Ping-Pong-Pong-Pong! Hat aber nicht lange Ping-Pong-Pong gemacht, ne? War irgendwie schnell tot. Ja gut, was bringt dir eine schusssichere Weste, wenn er auf den Kopf geschossen wird, ne? Du brauchst einen Aluhelm. Dann passiert nämlich nichts. Mann, ey. Die sind alle voll gemein. Extrem schnell nachgeladen, das Ding. Okay. Positiv müsste er dabei gewesen sein, oder? Die hat eigentlich nicht so schlecht angefühlt. Bis auf das Aufstehen und ein Brett vom Kopf kriegen. Ja, wer will schon so spawnen, ne? Hey, was ist denn hier los? Blickt ihr mit ja nicht mehr an? Irgendwo ging das ja. Ist nur nicht mehr wo. Ich nur generell das, ne? Ja. Dann würde ich sagen, war das positiv. Oder? War ja nicht anderes. Zeigen, sagen, machen, tun. Historie? Nee, ne? Oh, guck mal, mit der Pelikan habe ich bald die Krieg eingeholt. Ja, aber das ist ja hier nur das Allgemeine. Wo ist das, was ich eben hatte? Das sieht man generell nicht, ne? Also das Menü ist in Cold War echt nicht cool. Das muss man ja mal so gesagt haben, ne? Mir hat irgendwie deutlich besser gefallen.
Aber ja, das eine oder andere COD hat auch so das Problem, ne? Irgendein Teil gab es da noch, wo das Menü echt eine Katastrophe war. Ich weiß nicht mehr, wo. Ja, Wurst. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal noch eine Runde Abschluss bestätigt. Auf Nuketown. Dann nochmal die Stoner. Jetzt irgendwie nicht so wirklich das Verlangen, die Waffe mal wieder zu wechseln. Hat irgendwie gerade richtig Laune, das Ding. War schon relativ zügig angelegt. Ah, mit der Genauigkeit hapert es noch so ein bisschen, aber auch die ist schon ein bisschen besser geworden. Abschluss bestätigt. Und gerade die vertikale Streuung, ne? Wir Sieht man ja, wie sie nach oben wandert. Ja, auch das ist, wie gesagt, schon ein kleines bisschen besser. sind Patrouillengriff. vorbeigezogen. Der ist dann wieder besser, oder wie? Vielleicht. Lol. Ah, da fehlt ja so ein bisschen das Genauigkeitszeugs, ne? Alter, ja. Die Bullfrog. Die wollte ich auch mal wieder testen, ja, das stimmt. Aber so zur Zeit ist so, wie gesagt, nicht das dollste Verlangen, MPs zu spielen. Oh Gott, kommt ja wieder das Verlangen. Links war noch einer, ne? Nee. Doch, da lag einer. Der Sausack. Hast du da was verloren im Dreck oder was? Oder? Da hinten lag noch einer. Nein. Wie liegen die denn da alle rum? Kann durchaus möglich sein, dass sie da was im Dreck verloren haben, ne? Oh! Oh, das ging schnell. Ja, Sniper halt, ne? Uah, durch! Oh, ich sehe nichts. Ach, da nicht jeder. Oh. Oh. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Das gab's schon. Gab's schon. Sind die da oder? Oh, da kommt der. Na ja, dann spike mit Nachladen. Mann, blöde Headset piept hier schon wieder rum. Oh, ist ja bald die Akku leer. Oh. Ah, so ein kabelloses Headset hat halt auch nicht nur Vorteile, ne? Aber so ein Kabel, die ganze Zeit hier auf der Schulter liegend, mag ich halt auch gar nicht. Rennt der einfach wieder weg? Hast du was vergessen? Ich muss ja mal schnell nach Hause, warte mal kurz. Vergessen, Herd auszumachen. Der legt sich da auch jedes Mal wieder hin, ne? Wo tut er das? Ist der müde? Bin ich da schon wieder? Leid. Hier wieder irgendwas zum. Ja, Hammer. Und tschüss. Oh, ja. Ist wie so ein Doppellichtschalter, ne? Machst erst die Innenlampe aus, dann machst du die nächste aus. Hast du auch zwei ausgeknipst.
Lol, wie sich das geil anfühlt. So, wo sind jetzt hier endlich diese blöde Ladekabel? Wollen wir das mal schnell machen? Ich weiß gar nicht, wo das Kabel ist. Für die Folge wird es schon noch reichen. Nein. Was hat er da? Auch ein MG, die RPD. Unfair, macht mehr Schaden, das Ding. Boah, ich renne da normal hinten, lol. Ey, kick dir das an, Alter, Falter. Ey, manche spielen wirklich so, oder? Ist das eklig. Ist das eklig. So, mal gucken, dass wir den da rausgeholt kriegen, ne? Et, Teammate regelt das Ganze. Er liegt da auch schon wieder. Why? Why? Boah, die sind piep-piep. Nervt. Piep-piep. Ich hab aber gerade echt kein Ladekabel hier. Die ist weg. Stinkt hier. Lass mal hier weg, ja, weitergehen. Ist so ein bisschen eklig, oder? Feindlicher Napalmangriff im Anflug. Oh oh. Oh oh. Da rein hier, bin ich sicher. Genau. Hui! Jetzt sieht der sich da. Vorräte in Bereitschaft. Oh, hallo! Der Ausrechner hat dann irgendwie nicht so gut funktioniert. Oh, die Vorräte. Nice, eventuell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, so viel dazu. Ja. Und ich spawn jetzt auf der anderen Seite und da ist jetzt bestimmt so ein Kampfflieger oder sowas drin, ne? Trophysystem entfernt. Feindliche Spionageflugzeug über euch in Position. Das ist aber so eine coole Rakete. Mag auch so eine Rakete. Oh oh. Natürlich war der Kunde, aber ganz schnell. Mehrere feindliche Spionageflugzeugkontakte. So kann ich mir nicht mehr konzentrieren, ja, das nervt ja gerade hier. So. Muss auch mal im Krieg hier und da mal sein. Einfach mal ein Ladekabel holen. Das war bestimmt so im Kalten Krieg, oder? Och, ich glaube schon. So. Geile Nebengeräusche wahrscheinlich. Mit meinem Stuhl wieder ranrolle. Oh, hört man halt auch nicht allzu oft, ne? Was anderes. Schon wieder liegt. Push da nicht zu sehr rein in den Spawn, Leute. Ist nicht so cool. Jetzt kommen sie nämlich gleich wieder von hinten. Genau sowas. Lol. 1-2 hast du halt echt keine Chance, so wirklich, ne? Dafür ist die Time to Kill dann doch ein bisschen zu niedrig. Aber ich hab sie lieber niedrig als hoch. Es ist so. Boah, ich weiß nicht, wenn man denn da 5000 Millionen Magazine braucht, um jemanden umzuknacken. Das ist halt irgendwie. Fühlt sich nicht gut an. Black Ops 4 hat ja so eine sehr krasse Time to Kill, ne? Das war nicht cool. Erstmal schießen. Dann Fragen stellen. Boah, hier stinkt's schon wieder. Oh, Alter. So, wollen wir mal gucken, ob der da wieder liegt. Läuft er da lang? Wo ist er da? Okay. Da ist der mal so ein. Ah, guck mal, der da wieder liegt. Oh, diesmal hat er mich. Ah, der macht auch immer das gleiche, ne? Ich verstehe nicht, wie der. Jetzt ist er da, okay. Dann macht er ja doch unterschiedliche Sachen, ne? Der läuft mal dahin und mal dahin. Oh Gott.
Dann stellt er sich doch hin oder legt sich da hin? Ui, ui, ui. Gott, oh 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 Gott. Nee, das war ja aber wieder ganz schlecht. Einfach so mittig reinlaufen in die Map hier ist halt nicht wirklich clever, ne? Kickt euch das an, ey. Ist das eklig. Ist das eklig, ey. Aber so ist das manchmal. Ist auf jeden Fall einer drin. Ah, schon vorbei. Haben wir wenigstens hier ein bisschen was gemacht. 36 eliminieren. Wie viele Kills waren das davon? Das ist halt auch so eine Sache, die ich halt im Kulver irgendwie nicht so cool finde. Ah, guck mal. Den kenne ich doch. Diese Eliminierungen halt, ne? Warum nicht wieder unterscheiden zwischen Kill und Assist? So, mal gucken, ob wir diesmal was gezeigt bekommen. Ja, ich habe weitergeklickt. Ja, ich habe weitergeklickt. Oh, ein 100er Magazin. Ach, siehst du, genau, so ein Patrouillengriff hatten wir schon. 6. Ja. Okay, oder? Okay. Warte mal, wir lassen uns mal hier aus der Lobby rausgehen. Dann gucken wir noch mal kurz. Stone. Sind die überhaupt hier im Griff drin? Ne. Horizontal. Nach links, rechts wandert sie ja gar nicht so doll. Die geht ja, wenn dann, nach oben. Na, guck mal, das ist hier einfach nur so ein. Ganz, ganz toll. Ist auch nicht so verkehrt, das Ding. Dann ist das Ding wieder halt ein bisschen langsamer angelegt und das mag ich dann auch nicht so. Nö, würde ich sagen, lass mal so wie das, ne? Macht auf jeden Fall mega Laune, die Knifte. Die macht echt Sachen. Jo, dann würde ich sagen, lass mal das auch so für die Folge. Sorry für die kleine Unterbrechung, aber das Piepen, das nervt ja extrem, ey. Ist ja wie ins Auto einsteigen und sich nicht anstellen. Ne? Die Karre, die hört ja nicht mehr auf zu piepen. Da muss man was dagegen tun. Haben wir auch gemacht. Ne? Na gut, soll dann auch wie gesagt reichen. Ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt wie ich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde dann wieder. Ne? Bis dahin. Ciao, ciao.